Jemand hat gerade versucht, mich mit Edding anzumalen. Spinnt der oder was hier? Heute in Blau. Schaut euch an, hier. Hier ist Blau drin. Hier ist Blau drin. Kann ich es nachher gar nicht mehr auskehren. Habe ich schon eine Ausrede, wieso ich das nicht auskehren kann. Heute wieder eine wunderschöne Filmkritik. Heute geht es um den Film. Ah ja, Expendables. Eigentlich habe ich nicht vorgehabt, ein Review dazu zu machen, weil es jetzt eigentlich viel zu spät ist und ich den Film schon vor einer Woche gesehen habe. Ich muss aber einfach ein Review über den Film machen, weil ich mit so vielen anderen nicht ganz übereinstimme und einfach meine Meinung dazu nochmal sagen muss. Apropos andere, das sind die drei Filmkritiker, die ich abonniert habe. Die machen alle drei gute Filmkritiken. Und alle diese drei sagen das Gleiche über den Film. Sie sagen, der Film hat zwar keine gute Handlung, was stimmt. Sie sagen, dass es einfach geil ist, die ganzen Schauspieler auf einer Leinwand zu sehen, was auch stimmt. Und sie sagen, dass die Action im Film gut ist. Und das ist der Punkt, wo ich nicht übereinstimme. Man sollte in heutiger Zeit neue Maßstäbe auf Action setzen. Weil es Geballer und Explosionen gibt, finde ich, sollte es in heutiger Zeit nicht heißen, dass es irgendwie anti-geile Action ist. Ich finde, heutige Action sollte aus Kreativität bestehen. À la Transporter, mit Schläuchen irgendwelche Leute killen, mit Büchern kämpfen. Und das fehlte bei Expendables. Es war einfach nur Ballerei ohne irgendwelche kreativeren Action-Szenen. Okay, ich muss zugeben, die brutalen Kills, die waren ganz cool. Also wenn irgendwer so, Pat, Kopf ab oder sowas. Ich muss zugeben, auf sowas stehe ich. Ich weiß nicht wieso. Er ist krank im Kopf. Außerdem muss ich noch einen Fehler hinweisen, den so viele Action-Regisseure derzeit machen. In heutigen Actionfilmen schaut jede Ballerszene ungefähr so aus: Man sieht einen Kerl schießen, dann Cut und in der nächsten Szene sieht man, wie der getroffene Kerl umfällt. Und das Problem daran ist, dass Schütze und Opfer meistens nicht in einem Bild sind und man sich nicht vorstellen kann, wie weit sie voneinander entfernt sind. Viele Regisseure denken also vielleicht, dass es gut ist, wenn möglichst viele Schnitte drin sind. Es gibt viel zu viele Filme, wo viel zu viele Schnitte sind und man überhaupt nicht checkt, was passiert. An dieser Stelle möchte ich euch den YouTube-Channel Freddy von Freddy Wong empfehlen. Dieser Kerl ist der absolute Hammer. Er macht die Ballerszenen so, wie sie in der Zukunft aussehen sollten. Und ich habe noch einen weiteren Kritikpunkt an dem Film: Jet Li. Es hätte eindeutig mehr Kampfszenen mit Jet Li geben müssen, denn wir wissen aus Unleashed, wie geil Kampfszenen mit Jet Li sein können. Das Beste von dem Film ist der Auftritt von Arnold Schwarzenegger. Der ist einfach nur lustig. Insgesamt, das ist einfach kein besonders guter Film, aber trotzdem mehr als sehenswert. Man will einfach diese Darsteller zusammen auf einer Leinwand sehen. Bei Teil 2 sollte aber vielleicht Freddie Wong Regie führen.